Fußballfieber auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von Effis Pilsner. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Fußballfieber, dem WM-Magazin auf TV Berlin. Wir sind heute wieder in der Alten Försterei in Köpenick im WM-Wohnzimmer. Und hier ist der Pokal schon, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes Double dieses Pokals. Deutschland spielt gegen Brasilien. Die Statistik spricht nicht unbedingt für die Deutschen. 21 Vergleiche gab es bisher. Nur 4 hat die deutsche Mannschaft gewinnen können. Allerdings, das letztes Spiel resultiert aus dem Jahr 2011. Damals haben 11 Akteure mitgespielt, die heute auch zum Einsatz kommen könnten. Deswegen ist diese Statistik vielleicht auch schon ein wenig ausgeglichen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Stimmung vor dem Spiel ist. Ich habe das Gefühl, das weiße Ballett sitzt auf einer weißen Couch. Die erste Frage, wie habt ihr es geschafft, dass diese Couch so lange so schön weiß geblieben ist? Ja, wir haben ja diese wunderbaren Decken dazu bekommen, die dann immer raufgemacht werden bzw. wieder abgemacht werden müssen, vor dem Spiel bzw. nach dem Spiel. Und so blieb es halt so schön weiß. Und es ist halt auch immer schöne Pflege, die dort benötigt wird, damit es auch so bleibt, hier im Wohnzimmer. So, jetzt stelle ich dir mal ganz kurz vor, das ist der Philipp. Philipp, wie nervös bist du kurz vor dem Anpfiff jetzt? Ja, die Anspannung steigt jetzt unermesslich hier gerade. Also ich halte es kaum noch aus, es ist nur noch mit einem kühlen Bier herunterzukühlen. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass es losgeht. Die Experten erwarten, Brasilien wird relativ stark anfangen, sehr aggressiv und in den ersten Minuten versuchen, ein Tor zu erzielen. Glaubst du, dass das passieren könnte? Es kann schon gut passieren, weil die Deutschen ja vielleicht doch etwas länger brauchen könnte jetzt gegen die Brasilianer. Wenn die gleich wieder ihre Nationalhymne singen, da ist ja irgendwie eine ganz andere Stimmung im Stadion. Das könnte echt ins Auge gehen. Glaubst du, dass so eine Stimmung eine Mannschaft beeinflussen kann? Definitiv. Also ich meine, die meisten deutschen Spieler, die kennen es zwar aus den deutschen Stadien, dass da ein Hexenkessel schon mal sein kann, aber ich glaube, in Brasilien ist es noch was ganz anderes. Abschließend die Frage, bei dieser WM ist es ja so, es wird dann viel von Ergebnisfußball gespielt. 2010 war es mehr Spektakel, sind auch mehr Treffer gefallen. Ist es für dich als Fan emotionaler, ein 4:0 oder ein 4:1 zu sehen, oder ist es dann doch viel emotionaler, ein 1:0 wie gegen Frankreich? Also es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man 4:0 in Führung ist. Ja, ist ein beruhigendes Gefühl, aber so ist schon mehr Aufregung dabei. Bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Abend, hoffe die Couch bleibt weiterhin so schön weiß und wir gucken jetzt uns nochmal um und suchen weitere Gäste auf anderen Sofas. Ja, ich habe mich jetzt mal hier auf eine doch sehr bequeme Couch gesetzt. Neben mir sitzt der Thomas, kurz vor dem großen Halbfinale Deutschland gegen Brasilien. Wie ist der Puls aktuell? Noch geht's. Ich denke mal 3-4 Minuten vor Anpfiff, wenn die Nationalhymne läuft, dann wird der Puls wahrscheinlich noch umschnellen. Jetzt wird in Brasilien viel darüber gesprochen, dass der Superstar Neymar nicht spielen wird. Einige deutsche Experten sagen, die Mannschaft ist dadurch ein bisschen schwieriger auszurechnen. Glaubst du, dass sich die deutsche Mannschaft überhaupt über sowas Gedanken machen würde, sollte? Also wenn sie Weltmeister werden wollen, müssten sie so schlagen mit oder ohne Neymar. Also ich glaube, die Mannschaft ist stark genug, Brasilien auch so zu schlagen. Er wäre natürlich schöner, wenn er mal spielt, aber was soll's, Fußball. Ne? Und ich denke, Scolari wird schon einen Plan haben, einen Plan B haben, wie er die Deutschen auch ohne Neymar bespielen kann. Aber letztendlich, glaube ich, gesetzt uns durch. Knapp, aber wir gewinnen. Jetzt ist es ja so, ich denke mal, du bist immer hier. Ja, die, fast immer. Die Jungs, die immer da sind, sind die, die alle geflüchtet sind. Das sind ja die Dauergäste, die schlafen hier auch. Die holen aber Bier, das ist auch nicht ganz unwichtig. Das war der Deal. Jetzt ist es 2010 so gewesen, da war es unfassbar schöner Hurra-Fußball. Jetzt wird immer gesagt, ist mehr Ergebnisfußball. Von dem, wie du die Spiele beobachtest, war es 2010 emotionaler oder ist es jetzt vielleicht emotionaler, weil es eben nicht 4:0, 4:1 ist?
Sowohl als auch. Also so ein Spiel gegen Frankreich, so knappes 1-0, macht genauso viel Spaß wie ein 4-1 oder ein 4-0 gegen England oder gegen Argentinien 2006 und so war. Also so, wenn am Ende das Ergebnis stimmt, ist die Welt in Ordnung und von daher sollen sie es machen. Gerade Neuer, dem gönne ich es eigentlich am meisten von den Deutschen. So, gesagt, dass Deutschland gewinnt, hast du schon. Jetzt ist natürlich die Frage danach, wen wünscht ihr fürs Finale? Also, eigentlich Messi, dass Deutschland gegen Argentinien spielt. Letztendlich wird es natürlich lustiger und spannender, wenn Deutschland gegen Robben und den Rest von Holland spielt. Also ich hoffe eigentlich Deutschland gegen Holland. Bedanke ich mich, wünsche dir ein schönes Spiel, hoffe, dass das Bier dann auch gleich ist und dass es ganz, ganz viele schöne Impressionen werden. Und von oben trocken bleibt. Und von oben trocken bleibt. Da muss ich noch kurz, gibt es da einen Plan B bei euch? Habt ihr Plan oder wird es dann? Eins nehmen wir dann. Wir rennen dann ganz schnell unter die Tribüne. Aber es wird nicht regnen. Von daher hoffen wir das Beste. Man muss ja auch sagen, die 11 deutschen Jungs oder die 14, wenn dann gewechselt wird, die müssen sich ja auch mit Wetter auseinandersetzen, was vielleicht nicht so ganz angenehm ist. Gab auch schon ein bisschen Regen, deswegen können das die Fans ja auch tun. Und wir schauen uns jetzt die Impression der ersten Halbzeit an. Gemunkelt, könnte es vielleicht wieder Spektakelfußball der deutschen Nationalmannschaft werden. Aber ich glaube, das, was man eben gerade gesehen hat, war dann vielleicht doch das beste Länderspiel oder die beste erste Halbzeit einer deutschen Nationalmannschaft. Wenn ich dir vorher gesagt hätte, Enrico, Deutschland führt zur Halbzeit 5-0, dann hättest du mir was gesagt? Ob ich die Jungs mit der weißen Jacke anrufen soll. Für die Klapse, ob du eine Klapse gehen sollst. Ich glaube, das haben viele. Jetzt sind die beiden Herren neben mir hier natürlich Union-Fans, aber vom Torjubel war das ungefähr so euphorisch, wie wenn Union ein Tor macht? Ja, auf alle Fälle. Ja, weil Union ist spitze und Deutschland, so wie sie gespielt haben, war eigentlich einmalig bis jetzt. Das beste Spiel bis jetzt, was wir durchgebracht haben. Wie verwundert waren Sie, als Deutschland innerhalb von kürzester Zeit 3 Tore erzielt hat, die, muss man auch sagen, wunderschön waren? Na, ungefähr 120%. Also, das ist schon sehr erstaunt. Haben cool gespielt, die Jungs. Definitiv, jetzt fragt man sich, und das muss man jetzt natürlich schon fragen, wer soll diese Mannschaft denn jetzt überhaupt noch schlagen mit dem Selbstbewusstsein? Na, die einzigste Mannschaft, die uns gefährlich werden kann, ist vielleicht nur noch Niederlande. Das ist die einzigste Mannschaft, die uns gefährlich werden kann. Darum wünschen wir uns auch Argentinien im Finale. Jetzt habe ich schon gehört, du bist der Fußballfachmann. Von dem taktischen Spiel, das die Deutschen gespielt haben, kann man sagen, das war perfekt? Ja, die Mannschaft hat sich von jeder Spiel genau auf dieser Position, wie am Anfang, leider nicht spielen konnten. Ich denke, das ist genau der Schlüssel zu dem ganzen Erfolg. Perfekt, bedanke ich mich bei euch beiden. Habt noch eine schöne zweite Halbzeit und wir gucken uns jetzt, ja, Impressionen sind das nicht an, wir gucken uns jetzt die schönsten Jubelbilder der zweiten Halbzeit an.
beschließen einen unfassbaren Fußballabend mit Sarah. Bei uns ist es heute leider die Damen zuletzt, aber Sarah, würdest du sagen, das war vielleicht das schönste Fußballspiel, was du jemals gesehen hast? Auf jeden Fall. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der krasseste Fan von Fußball, aber das Spiel hat es mir echt gegeben. In Zukunft werde ich regelmäßig Fußball gucken. Es lohnt sich. Muss man ganz ehrlich sagen, das sieht man jetzt nicht, dass du nicht der krasseste Fußballfan bist. Was hat dir am meisten heute Abend imponiert bei dem Spiel der deutschen Mannschaft? Ich fand sie taktisch heute ehrlich gesagt sehr gut, weil die letzten Spiele fand ich ein bisschen langweiliger, ein bisschen ungeduldiger. Und heute fand ich, sie haben es richtig gegeben, wirklich. Jetzt muss man ja sagen, das war auch das Gastgeberland. Hat man da vielleicht ein bisschen Mitleid tatsächlich auch gehabt? Ein bisschen, ja, wirklich, ein bisschen schon. Also ich habe gesagt, wenigstens ein Tor gönne ich ihnen. Wenigstens ein Tor. Weil ich habe am Anfang gesagt, 2-1, dass es gleich 7-1 ausgeht. Holla die Waldfee. Echt, ist gemein. Was könnte jetzt passieren, deiner Meinung nach, was Deutschland den WM-Titel noch vermasseln könnte? Ja, ehrlich gesagt nichts wirklich. Die sind gut drauf, sie dürfen nur nicht den Höhenflug haben. Sie sollten auf dem Boden bleiben, dann glaube ich, geht alles gut. Ich sage trotzdem, Deutschland wird Weltmeister. Komme, was wolle. Die machen das. Die kriegen keinen Höhenflug, aber die haben das Potenzial. Genau. Die machen das. Ich sage euch das, die machen das. Die 3 Millionen, das holen die sich. Das holen die sich. Hast du das auch vor der WM schon so gesehen? Ich habe das vor der WM schon so gesehen. Die holen das Ding. Die haben das Potenzial, die haben die Abwehr, die haben den Sturm, die schießen die Tore, die haben das Konzept und die holen das Ding. Ich sag euch das. Ich sag euch das. Prost Deutschland! So sieht's aus. Perfektes Schlusswort. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Können wir vorstellen, der wird es noch so. Das war Fußballfieber aus der alten Fürsterei in Köpenick. Und es ist, man muss sagen, eine magische Nacht. Und damit auf Wiedersehen. Ciao. Fußballfieber auf TV Berlin wurde Ihnen präsentiert von FS Pilsner.